Ja, schönen guten Abend. Ja, ich bin vor allem in der ersten Halbzeit natürlich sehr, sehr zufrieden. Unglaublich gutes Spiel von uns, sehr viel Energie, große Parallelen zum Spiel in Leipzig, wo wir auch gegen ein Top-Team der letzten Saison schon unglaublich viel Power hatten. Wir haben zwei, drei so Schlüssel, dass wir einfach mit der Kette sehr aktiv sind, sehr gut nachschieben, das Feld kompakt halten, so dem Gegner ein bisschen weniger Luft geben, auch in Umschaltaktionen. Ja, wenn wir dann vorne den Ball haben, dann sind wir einfach auch sehr schnell, sehr kombinationsstark. Haben Tore aus Standards gemacht, aus Umschaltmomenten, aber auch aus Ballbesitzphasen. Zweite Halbzeit hat Frankfurt dann tiefer verteidigt, da war der Raum nicht mehr so da. So ein Stück weit normal, dass wir dann nicht mehr mit der letzten Power die Situation angegangen sind, können am Ende dann trotzdem noch ein paar Tore machen. Frankfurt hat es dann in der zweiten Halbzeit uns ein bisschen schwerer gemacht. War schwieriger dagegen zu spielen. Der Raum war deutlich begrenzter, mehr Umschaltsituationen. Aber insgesamt ein sehr, sehr gutes Spiel. Sehr viel Energie, auch so wie die Jungs sich freuen über den Sieg schon im Supercup. Und jetzt auch, das ist so für mich das größte Glücksgefühl, dass man, ein Sieg ist nie Normalität und ein Sieg darf nie Normalität werden, auch wenn man viele Siege hat als Spieler von Bayern München. Darf es nie Normalität sein, es muss immer was Besonderes bleiben. Und dieses Gefühl hatte ich jetzt die letzten zwei Spiele, dass es was Besonderes ist zu gewinnen und die Energie bringt natürlich teilweise die neuen Spieler rein, aber teilweise auch Spieler, die schon Ewigkeiten da sind, haben nochmal einen Hunger jetzt. Diese beiden Spiele, ich hoffe, der bleibt, auch wenn es gleich noch gutes Abendessen gibt, bleibt der Hunger. Wenn wir so energetisch spielen, dann haben wir natürlich eine Riesenqualität und dann ist es sehr schwer, gegen uns zu spielen. Sehr viel Spaß auch ausgedrückt hat heute bei der ganzen Aufgabe. Ja, ist natürlich viel wert. Da hat uns der Supercup auch fürs Gefühl geholfen, so ein Auftakt, auch wenn es ein kleiner Titel ist, trotzdem ist es wichtig, gegen auch einen sehr guten Gegner, wie ich schon gesagt habe. Jetzt haben wir 11 Tore geschossen in 2 Pflichtspielen. Klar, für uns war es auch alle interessant, wie kriegen wir das hin, den Levi-Abgang. Das wird auch mal anders sein, wenn wir vielleicht mit mehr Flanken spielen müssen. Wie auch immer, da werden auch Spiele dabei sein, wo wir unter Umständen dann natürlich auch einen Stürmer noch auf der Bank haben werden, den wir reinbringen oder auch von Beginn an mal spielen lassen, wenn Schuppo wieder gesund ist, um einfach nochmal eine andere Komponente zu haben. Aber 11 Tore und auch die Spielfreude, wie Sie richtig sagen, die war sehr, sehr gut in beiden Spielen. Ist nicht so leicht zu verteidigen, wenn die 4, 5 Spieler vorne ins Zocken kommen, dann macht es Spaß, auch von außen zuzuschauen. Da sind sie nicht da. Ja, ich verbreite keine Gerüchte, ihr schreibt die ja. Und das Schönste ist, ihr schreibt die auch immer alle ab. Also wenn einer ein Gerücht in die Welt setzt, dann schreibt es der andere ab, ohne zu recherchieren. Also ich kann da nichts dafür. Ich amüsiere mich, weil ich war auch heute im Hotel. Mein Sohn hat mir geschrieben, Spiel kostet überhaupt noch am Abend. Und ich hoffe, er ist noch im Zimmer. Aber dieses Gerücht habt ihr in die Welt gesetzt. Und von dem her gehe ich davon aus, dass Philipp und Evan und alle anderen morgen im Training sind und nicht heute irgendwo hinfliegen. Dann Abschlussfrage von Sonja Pahl. Dann frage ich nochmal konkret nach. Sie haben ihn ja überraschenderweise, das machen Sie ja nicht so oft, ihn frühzeitig ausgewechselt, den Philipp Kostic heute. Was war der Hintergrund? Und er hat sich dann so von den Heimfans hier so verabschiedet. So war das, hat das so ein bisschen gewirkt. War das sein letztes Heimspiel hier? Klar, dass er für einen Auftakt in Italien halt fit ist, ist ja klar. Ja, deswegen, dass er dann in Italien nächste Woche topfit ist. Dass er gegen Real Madrid topfit ist. Weil Philipp ziemlich spät ins Training eingestiegen ist, noch nicht bei 100% seiner körperlichen Fitness ist und wir in 5 Tagen, obwohl wir heute 1-6 verloren haben, den Supercup gegen Real Madrid gewinnen wollen. Gute Nacht.